Hallo, ich sehe schon, da kommen die ersten schon rein. Ich stelle mich kurz vor, dann stelle ich ein paar Fragen. Ich bin David Steele, ich bin US-Amerikaner. Ich lebe schon sehr lange in Deutschland, auch vorher in der Schweiz, also deutschsprachige Europa, und habe auch schon als Englischlehrer gearbeitet. Jetzt bin ich vorwiegend als Autor, oder Texter unterwegs, also vor allem auf Englisch, aber manchmal auch auf Deutsch. Und arbeite auch mit einem Team von Autoren. Und darüber geht es heute in Story Planet, über wie wir Geschichte nutzen, um den Fremdsprachenerwerb zu verbessern. Als erste Frage würde mich interessieren, wie viele, also jetzt hier, jeder kennt Zoom natürlich, es gibt diese Chat-Funktion unten, einfach draufklicken und sagen Sie mir, wenn Sie Lehrer oder Lehrerin sind oder Lernende. Das würde ich einfach gerne wissen, das richtet sich an Lehrer, Lehrerinnen, aber würde mich interessieren, wie viele auch Lernende dabei. Gut, Teachers. Hallo aus Hildesheim. Ich bin in Offenbach am Main übrigens, bei Frankfurt. Hier ist alles eine Baustelle und auch mein Büro hier verliere ich nicht. Ziehe um, weil hier Wohnungen gemacht werden statt Dings. Lehrer, okay, sehr viele Lehrer, das ist sehr gut. Also Lernende ist auch gut. Ich lerne Italienisch. Von daher, okay, super. Und dann die nächste Frage wäre, wie viel von den Lehrer oder Lehrerinnen unterrichten Deutsch oder Englisch? Also wir werden beides behandeln heute. Oder wenn Sie einfach kurz schreiben können, Englisch oder Deutsch, damit ich es sehen kann. Auch gemischt oder beides. Super. Okay. Sie sind meine Zielgruppe. Okay. Also ich fange mal an. Mein Screenshare. Ich versuche auch immer hier auf den Chat zu gucken, falls Sie Fragen haben. Wir haben nur eine halbe Stunde. Es geht schnell. Aber wenn Sie Fragen haben, einfach zwischendurch. Wenn ich das nicht sofort merke, ich komme später dazu. Also, ich share jetzt mein Screen. Und wir fangen mit Story Planet an. Und jetzt sehe ich die Chat-Funktion nicht. Ich sehe auch meine Notizen nicht. Egal. Okay. Hier ist also Story Planet. Also warum Taucherbrille? Also ich sage erstmal ganz kurz da was dazu. Wir haben der Grafiker da gesagt, also er hat gefragt, worum geht es bei Story Planet? Und wir haben gesagt, man taucht in die Sprache tiefer ein. Also es ist nicht eine App, um eine Sprache zu lernen von Anfang an, sondern wenn man schon drin ist. Ich kenne das, was ich selbst Deutsch gelernt habe. Irgendwann habe ich angefangen, viel zu lesen. Ich habe die Zeit gelesen, ich habe Bücher gelesen. Und dann irgendwann habe ich die Sprache wirklich verinnerlicht. Und für mich zumindest denke ich, Lesen war ein sehr, sehr wichtiger Teil davon. Ist nicht alles, aber ein wichtiger Teil. Und dann hat er gesagt, okay, Taucherbrille, man taucht ein. Das heißt, man geht in einen Kontext rein und man hat die Brille, man hat die Hilfe von unserer Technologie, damit man das sieht und das nicht so bedrohlich ist, damit es ein bisschen einfacher ist. Die Domainnamen, ich möchte Ihnen einfach sehr, sehr was aufs Herz legen, dass Sie nachher auch während des Webinars einfach drauf gucken, ob Sie Englisch oder Deutsch unterrichten. Storyplanet.uk ist für Englisch, das ist halt irgendwie England. Und Storyplanet.de ist für Deutsch. Ich weiß, man spricht auch Deutsch in der Schweiz und in Österreich, aber so ist es einfach als Domain die jeweilige App zu finden. Ich habe nur ein paar Slides, dann gehe ich hier wieder raus und das sehe ich den Chat. Wirklich zuallererst möchte ich die Menschen einfach kurz vorstellen oder bedanken auch, die hinter dieser App stehen. Sie sind vorwiegend Autoren, so wie ich, und auch mit Lehrerfahrung, so wie ich, das gemischt. Und vielen, vielen Dank für alle. Also wenn Sie die Apps haben und verfolgen. Sie werden immer diese Leute sehen, Leonore, ich, Annette, die werde ich auch ein bisschen, heute wird sie das uns vorlesen, Vanessa, Johanna, Peter, Blanche und dann Baptiste und Frank hier
rechts, die sind unsere Programmierer, die wir auch sehr, sehr vieles zu bedanken haben. Und die sind beide auch, also Italiener, Franzose, die lernen auch Deutsch mit den Ärzten, sind unsere Zielgruppe gleichzeitig. Genau, also das sind meine wichtigsten Botschaften für Abend. Dann tauchen wir echt ein in eine Geschichte und die Lehrerpakete, die wir anbieten. Also StoryPlanet ist eine mobile App für Apple und Android. Es geht vor allem um das Lesen und über das Lesen gezielt dann und personalisiert Wortschatz aufzubauen. Das heißt, ich als Lernende mache nur das, was mich interessiert oder wo ich Schwierigkeiten habe. Das fängt an bei A2, also unsere Geschichten sind so geschrieben, manche oder viele, dass A2-Lernende einiges verstehen können, aber auch bis B2, also gerade bei Englisch, also Idioms oder so, Phrasal Verbs sind immer schwierig und die werden da auch mit angeboten. Das Tolle an StoryPlanet ist, dass wir jeden Tag ein neues Lesehäppchen haben. Also es kommt per Push-Notification auf dem Handy rein und da ist so ein kurzer Kapitel, das ist ein Absatz, das kann jeder dann irgendwie die Zeit finden, das zu lesen. Und diese Geschichte, diese Mini-Story ist dann am Ende der Woche fertig. Also 5 Kapiteln von Montag bis Freitag. Wichtig bei dieser App ist, deshalb bitte probieren Sie es aus, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Es ist gratis, die Stories zu lesen. Es gibt keine Werbung und keine Registrierung. Das ist wichtig für mich. Wir brauchen keinen Datenschutz, irgendwelche persönlichen Daten. Man kann alles, selbst wenn man ein Abo kauft, da komme ich dazu, ist keine persönliche Daten werden gespeichert. Also ein Abo ist 1,99 € im Monat. Sie können sehr vieles mit der App machen ohne Abo. Abos sind dann für die Ambitionierten, die sagen, okay, ich will mehr lesen, will nicht nur diese Gratis-Story pro Woche haben und ich will vor allem Wörter nachschlagen, ich will diese Wörter in einer persönlichen Lernliste speichern, ich will Übungen machen. Das ist dann kostenpflichtig. Und wir haben jetzt neu für StoryPlanet Englisch, ist noch nicht in Deutsch umgesetzt, dass man auch eine Jahreslizenz kaufen kann. Es gibt auch Schullizenzen, das haben wir jetzt zum ersten Mal, setzen wir das um für eine Schuldistrict in Amerika. Falls Sie daran Interesse haben, wenn Sie das mal ausprobiert haben und die App toll finden, schreiben Sie einfach. Also hier auf diese Website finden Sie auch immer oben links, glaube ich, so ein Subscribe-Newsletter-Button, einfach draufklicken. Und falls Sie noch nicht auf dem Newsletter sind, können Sie unsere Newsletter und Sie können uns auch kontaktieren. Sorry, gibt auch einen Kontaktlink. Wichtig ist, und darüber werde ich heute ein bisschen mehr drauf eingehen, sind die Lehrerpakete. Also wenn Sie unseren Newsletter haben, bekommen Sie auch regelmäßig, so alle 3 Monate circa, schicken wir, dass ich am Schluss spezifisch für eine Geschichte, die jetzt kommt, in die Folgewoche, haben wir dann etwas, das dann vielleicht auf indirekte Rede eingeht, das hatten wir im Februar, oder vielleicht auf Konditional eingeht und mit der Geschichte in der Vokabeln drin verbunden ist. Das ist auch gratis und so können Ihre Schüler in dieser Woche die Story mitbekommen und damit mit dieser Sprache oder dieser Grammatik auseinandersetzen. Wir haben auch ein Lehrerpaket unabhängig von der Geschichten. Das heißt, das können Sie, und das gibt einen Wettbewerb dazu jetzt. Also jeder, der jetzt unser Newsletter in dieser Zeit bis Ende April, 3. Aprilwoche anmeldet, Sie werden automatisch in diese Verlosung teilnehmen. Da werden wir ein Lehrerpaket, was sonst 15 € kostet. Das sind ganz viele Ideen, die Sie unabhängig von der Geschichte einsetzen können. Okay. Das war's mit dieser Sache. Jetzt will ich mal kurz gucken, was im Chat los ist, bevor ich hier weitermache. Türkisch, kudos on my great German, danke. Teaching English to pensioners, liebe Teilnehmer, wenn Sie mit Chat benutzen, wenn Sie Optionen an, okay. Kann man die Geschichten auch anhören? Also wir werden jetzt eine Geschichte anhören. Das ist in der App noch nicht umgesetzt, ist aber wirklich für uns eine sehr wichtige Sache, die wir auch machen wollen, weil sehr, sehr viele das danach fragen. Okay, jetzt würde ich, es gibt Storytelling Time, also Sie können jetzt zuhören, eine Geschichte von Annette und das ist auch eine sehr zeitgemäße Geschichte, ich erzähle nicht mehr dazu, es ist in die Zukunft gesetzt. Und einfach jetzt zuhören und dann nachher werde ich zeigen, wie das in der App ausschaut und wie diese Story dann auch sonst mit einem Lehrerpaket verbunden wird. Also
Fullscreen, es geht 1,5 Minuten. Hallo, mein Name ist Annette John und ich schreibe Kurzgeschichten für Storyplanet. Und eine davon möchte ich Ihnen heute gerne vorlesen. Und der Titel ist Granny findet einen Schatz. Los geht's. Es war das Jahr 2032. Kurz nach dem Umzug in die neue Wohnung entdeckte Freddy eine geheime Tür in der Küche. Sie war weiß gestrichen, wie der Rest der Wand, und nur etwa 80 cm niedrig. Seine Eltern hätten sie doch glatt übersehen, aber dem 10-jährigen Freddy entging nichts. Die kleine Tür war natürlich verschlossen. Freddy grübelte und traf eine Entscheidung. Ich werde das Geheimnis lüften. Freddys großer Traum war es, einmal Detektiv zu werden, so wie sein großes Vorbild Sherlock Holmes. Das hier würde eine gute Übung sein. Sein Dackel, den er Watson genannt hatte, schaute ihn mit großen Augen an. So, Watson, was meinst du? Was würde Sherlock Holmes tun? Fragte Freddy. Watson drehte sich desinteressiert um und machte sich auf die Suche nach seinem Futternapf. Freddy war also auf sich allein gestellt. Freddy ging zu seinen Eltern und fragte, um ganz sicher zu gehen, habt ihr wirklich keinen Schlüssel für die kleine Tür? Sie waren gerade mit dem Aufbau von Möbeln beschäftigt und wirkten etwas gereizt. Nein, keine Ahnung, Freddy, wir haben keinen Schlüssel von der Hausverwaltung dafür bekommen. Geh doch bitte woanders spielen. Spielen? Pah, Freddy war einem großen Rätsel auf der Spur und sie nannten es Spielen. Typisch Eltern. Freddy ließ sich nicht entmutigen. Er klingelte bei der älteren Nachbarin in der Wohnung nebenan und sagte, Hallo, ich bin Freddy. Ich wohne jetzt hier. Haben Sie auch eine geheime Tür in Ihrer Küche? Die alte Dame überlegte kurz und schmunzelte. Du meinst den Einbauschrank in der Wand, oder? Ja, den habe ich auch. Ich verstaue dort meine Vorräte. Ach so. Es war also ein Vorratsschrank, gut zu wissen. Aber wie bekam Freddy ihn bloß ohne Schlüssel auf? Sherlock Holmes würde das Schloss einfach knacken, dachte Freddy. Ohne lange zu überlegen, schnappte er sich ein Z-förmiges Werkzeug, einen sogenannten Imbusschlüssel, der mit den neuen Möbeln mitgeliefert worden war. Freddy begann damit im Schlüsselloch der kleinen Tür zu stochern, so wie er es im Film gesehen hatte. Es gelang, die Tür ging auf. Freddy machte große Augen. Im Schrank fand er 50 verstaubte Klopapierrollen, 30 Packungen mit Spaghetti und 10 Seifen. Aber warum? Dann fiel ihm ein, dass sie in der Schule einmal über die Corona-Pandemie gesprochen hatten, die die Welt vor Jahren in Atem gehalten hatte. Und er begriff. Er stand vor einer Schatzkammer. Vollgepackt mit längst vergessenen Hamsterkäufen aus vergangener Zeit. Vielen Dank. Tschüss, viel Spaß noch. Okay, ich muss da kurz rausgehen. Okay, genau, jetzt haben Sie eine Geschichte angehört. Genau, da war die Überraschung, dass es mit der Corona zu tun hat, was nicht. Wir fanden es ganz nett einfach. Es wird irgendwann mal auch vorbei sein. Auch jetzt schon sind diese Hamsterkäufe-Geschichte. Ja, das war ja vor einem Jahr. Genau, danke. Ja, ich finde es auch goldig. Ich finde Annette ist auch super. Ich arbeite extrem gerne mit ihr zusammen. Und sie konnte leider nicht live dabei sein, deshalb war das ein Video. Jetzt würde ich gerne ganz kurz noch ein Video zeigen. Ich glaube, wir müssen mal Screenshare machen. Und zwar jetzt einfach von der App. Einfach damit Sie da eine Idee bekommen, wie dann ein Lernende das diese Geschichte erleben würde. Also die würden das jetzt im Moment nicht hören können, sondern einfach nur lesen. Und klar, da sind einiges ist einfach zu verstehen, aber da gibt es neue Wörter drin, wie Vorratskammer. Oder Hamsterkäufe etc. Und so würde das dann ausschauen. Ich mache wieder voll Screen hier in der App. Einfach, ich erkläre auch gleichzeitig,
hoffe, Sie können mich auch hören. Also hier, es gibt verschiedene Stories in der App. Also hier diese fertige Story, das war am Anfang des Jahres, würde man das finden, würde man draufklicken. Hier, wenn ich in der ersten Kapitel, sehen Sie unten, sind da verschiedene, Umzug, ist ein Wohnungswechsel, also immer alles in die gleiche Sprache, in Deutsch, geheim. Und so liest man in der ersten Kapitel, streichen, also gestrichen, ich lerne dann das Grundform dazu, streichen. Wörter, die ich vielleicht nicht verstehe. Glatt, hier glaube ich, kommt das nächste, finde ich auch von jemandem sehr spannend, das Wort, was das bedeuten kann. Genau, so geht man durch. Man muss nicht alles nachschlagen, aber wenn man was nachschlägt, kommt es so ein bisschen, also diskret unten kommt dann diese Definition. Genau, dann zeige ich jetzt in den zweiten Kapitel, also Lüften zum Beispiel, das war sehr schön. Es geht jetzt nicht um das Lüften, damit der Luft ausgetauscht wird, sondern geheimes Lüften. Okay, hier man geht nach rechts und dann sieht man halt das nächste Kapitel. Genau, Vorbild. Und hier, wenn Sie sehen, was vom Herz, das Herz wird jetzt ausgefüllt. Das heißt, ich habe das draufgeklickt, weil ich gesagt habe, das möchte ich lernen. Dackel zum Beispiel, das ist auch ein Dachshund, kriege ich hier als Definition. Klick auf ein Herzchen. Also ich sammle jetzt einfach ein paar Begriffe. Futternapf, das ist auch ein spannendes Wort. Ein Schlüssel für Haustier. Genau, und dann unten sehen Sie, es gibt Read, Learn und Info. Also ich habe meinen Handy jetzt auf Englisch gestellt, sonst würde es auf Deutsch stehen. Lesen, Lernen, Info. Und hier sehe ich die Wörter, die ich gesammelt habe. Ich kann auf ein Wort klicken, kriege ich nochmal die Definition. Und der Beispielsatz, sehr wichtig, und nachher gibt es Übungen basierend auf diese Beispielsätze. Also ich scrolle durch meine Liste. Die, die keine Punkte haben, sind ganz neu. Ich habe sie noch nicht geübt. Denn bei den Übungen gibt es auch verschiedene Schwierigkeiten. Jetzt bin ich hier bei den einfachen Übungen. Futternapf, das ist Multiple Choice. Ich sehe hier meinen Satz und dann muss ich die richtige Definition auswählen. Richtig. Dann geht es weiter. Hier ist eine schwierigere Übung. Das heißt, hier habe ich den Satz und muss ich herausfinden, wo passt das Wort rein in der Grundform? Richtig, es gibt auch diese Tippfunktion unten. Jetzt hier bin ich bei einer schwierigeren Übung. Das heißt, jetzt muss ich es ganz buchstabieren. Sie hat ihre Wohnung sehr hübsch und da tippt man einfach auf die Buchstaben. Man kann auch diese Tippkasten nutzen, um Buchstaben geschenkt zu bekommen, aber nicht alle. Das ist dann beschränkt. Also ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich habe einen gerichtet. Nicht richtig, das heißt, dann kriege ich aber sofort auch die Meldung, was da richtig wäre. Das heißt, das nächste Mal kann ich dann das dann sehen. Es gibt auch, wenn man 10 Übungen gemacht hat, gibt es auch immer wieder kurz einen Überblick, was habe ich richtig und falsch gemacht. Also es ist relativ einfach, würde ich sagen, aber trotzdem sehr mächtig, weil ich wirklich fokussiere auf das, was ich will. Es gibt auch übrigens Road Caption, haben wir in 4 Teilen gemacht, modernisiert. Dazu gibt es auch ein Video, aber ich will jetzt nicht ablenken, sondern jetzt rausgehen nochmal. Also, guck mal hier, ob wir jetzt in der Chat noch was kurz haben, sonst würde ich wechseln. Sie hat eine sehr angenehme, ja, ich habe die App heruntergeladen, super, ja, App ausprobieren, das ist der Anfang. Es ist, ich möchte Italienisch selber, kommt die Frage, also ich persönlich möchte das auch, deshalb ja, Battista Vallati, unser Hauptprogrammierer für diese Apps, ist Italiener, wir hatten auch Autoren an der Hand, aber es mussten wir eins nach dem anderen machen. Ja, also erstmal sind wir mit Deutsch und Englisch unterwegs, das sind größere Märkte. Jetzt möchte ich Ihnen aber zeigen, wie so ein Lehrerpaket ausschaut, spezifisch jetzt für diese Story. Also wenn Sie unsere Newsletter haben, würden Sie das im Vorfeld auch wissen, ah, jetzt kommt was. Und jetzt mache ich das hier auf. Sie bekommen dann ein PDF. Also Sie können natürlich nicht hier alles lesen, aber so würde das dann ausschauen. Und Sie kriegen da verschiedene Aufgaben. Also die erste Aufgabe hier bei Freddy wäre einfach, um die Leute in das Thema reinzubekommen, ohne jetzt zu sagen, jetzt darum geht es in dieser Story. Aber zu überlegen, wie würde man die Zukunft
über 2020 sprechen oder über diese Pandemie sprechen. Und dann kommt man automatisch auf Wörter wie Lockdown, vielleicht Hamsterkäufe, Pandemie etc. Also das ist eine kleine Übung, was Sie in der Klasse machen können. Die zweite Übung wäre, das dann zu lesen. Dazu haben wir dann, kommt auch ein Lehrerpaket zusammen, so eine Word-Datei. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber das können Sie dann anpassen. Deshalb haben wir das als Word-Datei gemacht. Und dann, nachdem Sie die Geschichte gelesen haben in dieser Woche, die ja gratis ist, für nur diese eine Woche, haben Sie diese Vokabeln dann gesehen, vielleicht selber aufgeschrieben, wenn Sie die ein Abo nicht haben. Und genau, und dann gibt es einen Test. Und das ist, würde so ausschauen. Das heißt, hier haben wir die Vokabeln, die in diese Geschichte vorkamen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, wie Vorratsschrank, wie Spur, Futternapf, Hamsterkauf. Und haben wir hier zwei Lückentexte. Die sind ähnlich wie die Geschichte, aber nicht die gleiche. Das heißt, Sie können nicht einfach die Geschichte gelesen haben und dann wissen Sie, wie Sie es auszufüllen haben, sondern ein bisschen ähnlich. Hier zum Beispiel im Jahr 2020, gefährlicher Virus, die Welt, wenn Sie hier gucken und sehen, aha, okay, hat ein gefährlicher Virus die Welt in Atem gehalten, würde ich sagen. Also es gibt natürlich auch einen Lösungsschlüssel dazu, das werden Sie dann auch bekommen. Können wir auch kurz nachschlagen, weil ich richtig hatte, genau, hielt, so. Kann es auch in Präteritum machen, natürlich. Also das können Sie dann entscheiden, ob Sie hat in Atem gehalten oder hielt für richtig halten. Diese Story gibt es übrigens auch auf Englisch. Freddy findet einen Schatz, Freddy finds a treasure. Und die wird sogar diese Woche gesendet. Dazu haben wir aber kein Lehrerpaket. Aber die Story läuft jetzt auf Englisch und ist ein bisschen anders, aber ist die gleiche Story. Okay, genau, also so, das wäre das. Ich könnte Ihnen auch die Englische zeigen, aber ich sehe, wir haben nur noch 10 oder 8 Minuten. Deshalb würde ich gerne das ein bisschen interaktiver machen. Sehr gute Frage. Wo finde ich das Niveau der Erzählung? Also Sie bringen mich zum Ablenken, aber wir haben auch ein ganz, ganz tolles Tool. Das heißt Language Level Evaluator. Ich mache das jetzt für, muss mal gucken, wo ich ihn schnell. Ich mache das mit dieser Ausaufgabe. Ich wähle Deutsch. Das ist etwas, das wir nutzen. Das ist mehr wird von Verlagen benutzt. Aber ich nehme jetzt einfach die Hausaufgabenblatt, die wir entwickelt haben. Ich werfe das hier rein. Das hilft uns zum Beispiel zu sagen, okay, ich ziele vor allem bei Deutsch, ziehen wir auf A2. Das heißt, die Wörter, die wir dann annotieren oder Definitionen geben, sind dann B1, B2. Also Bedeutung, Geheimnis, Mithilfe, also das ist jetzt unser Hausaufgabenblatt. Oder B2. Beamen, das ist ein Fremdwort, Kostenpflichtige Vokabel etc. Und Other nutzen wir auch, da sind manchmal Fehler drin oder einfach interessante Sachen, Freddy's Namen etc. Also A1 ist nicht so interessant, weil das sind einfach Wörter, die man sowieso kennt. Also das nutzen wir selber. Wir werden auch bald in der App differenzieren. Das heißt, es gibt schon deutsche Geschichten mittlerweile, die absolut schwieriger sind. Wir haben eines am Anfang des Jahres gemacht zum Thema die erste Weltschachmeisterin, ein bisschen inspiriert von dieser Serie Netflix, aber um die echte, das von Ungarn. Und das war natürlich viel schwieriger. Da waren Vokabeln drin, die. Deshalb werden wir, denke ich, wo wir bei Deutsch schon A2, B1 immer fokussiert haben und bei Englisch würde ich sagen eher B1, B2, weil wir gehen, die meisten, die abnutzen, haben schon eine bessere Basis auf Englisch. Aber wir werden sehr bald, weil mittlerweile sind auch 100 Stories drin in jeweils in der App, einen Filter einbauen, damit man sagen kann, okay, also wenn man das Abo hat, jetzt will ich nur die einfachen Stories lesen zum Beispiel. Aber gezielt sind Sie, wenn Sie Lehrer sind, denken Sie an Ihre A2, B1, Lernende bei Deutsch, also wenn Sie drüber sind, werden Sie es natürlich auch
nutzen kann oder einfach lesen, schadet nicht. Und bei Englisch ist es schon ein Tick schwieriger, aber nicht immer. Also auf B1. Kinder, auch sehr gute Frage. Also die Geschichten sind alle jugendfrei. Also sie sind auch für Erwachsene geschrieben. Also Freddy hat ja in dem Fall auch ein Kind als Protagonist. Aber manchmal handelt es auch um Liebesgeschichten und so, aber ohne Sex. Also ohne Drogen, ohne Gewalt, also solche Sachen. Also es sind wirklich auch für Kinder, würde ich sagen, ab 8 Jahre. Vor allem, weil ich denke, mit 8, 9, 10, da fangen Kinder an zu lesen, ohne dass viele Bilder dabei sein mussten. Also bei uns ist immer ein Bild, also wie bei uns haben wir ein Bild von Freddy gehabt, ist ein Bild dabei, aber es ist kein Bilderbuch in dem Sinne. Ja, also ich denke, es ist für alle Alter geschrieben, und so wie sie die Geschichte von Annette erlebt haben, oder die Geschichten, die ich schreibe, sind wirklich für alle Alters. Ja, ich würde gerne noch ein Slide zeigen, die mir wichtig wäre. Das ist, was können Sie jetzt tun? Also das Erste, was ich Ihnen an das Herz legen möchte, ist, den Newsletter zu abonnieren. Weil dann werden Sie rechtzeitig auch wissen, wenn jetzt eine neue Story kommt mit einem Lehrerpaket. Also ich denke, der nächste kommt dann im Mai zum Beispiel. Und dann können Sie das einfach ausprobieren in Ihrer Klasse. Dann kriegen Sie auch den Übungsblatt dazu, etc. etc. Da gehen Sie einfach auf die Seite und da sehen Sie diese Newsletter-Icon. Sollten Sie sehen. Wir haben auch einen Bereich für Lehrende oder Teacher Area. Da können Sie auch reingehen. Da gibt es auch einen Link dazu. Das sind auch ein paar andere Tipps über andere Apps, die wir haben. Also Sie schreiben hier nochmal aus dem Chat. Es wäre super, auch Erzählungen, auch für C1, C2. Danke für die tolle Arbeit, aber passt mir gut auf B2. Ja, also B2 finde ich auch ein schwieriges Niveau. Also C1, aus meiner Erfahrung, da geht es schon Richtung Fachgebiete. Ja, also da bin ich schon in ein Fachgebiet rein. Wir haben für Telk zum Beispiel eine wichtige Testanbieter, haben wir eine App gemacht für C1, für Leute, die sich auf eine Prüfung vorbereiten für ein Studium. Ja, das heißt, Watch has C1, Deutsch, findet man in der App Store. Das basiert auf die gleiche Technologie von StoryPlanet, aber wirklich zielt wirklich auf Deutschlernende, die auf einer höheren Stufe sind. Das ist eine sogenannte White Label App. Genau, und ich denke, mit C1 ist man auch, das ist bei mir auch der Fall, dann brauche ich auch nicht mehr diese Hilfe unbedingt. Da kann ich einfach ganz normal Filme schauen und so. Und da gibt es nur immer wieder mal Kleinigkeiten, die ich nicht verstehe. Also, was können Sie tun? Newsletter abonnieren, das habe ich schon gesagt. Wenn Sie den Newsletter abonnieren, übrigens nehmen Sie automatisch teil an einem Wettbewerb, dass Sie ein Lehrerpaket von uns gewinnen im Wert von 15 Euro. Das läuft bis 3. Aprilwoche. Und dann verlosen wir 3 von diesen Lehrpaketen. Das Zweite ist, bitte der App einfach herunterladen und ausprobieren, selbst als Lehrer. Es kostet nicht, wie gesagt, Sie können die Stories lesen, können Sie ein bisschen Gefühl dafür, was für verschiedene Stories drin sind. Sie müssen nicht das abonnieren, also es kostet nicht viel, aber wenn Sie das tun, dann kriegen Sie ein bisschen mehr Gefühl für den Mehrwert davon. Aber auf jeden Fall bitte auch einfach die App empfehlen als Selbstlerntool an Ihre Schülerinnen. Das ist einfach ein toller Weg mit wenig Aufwand und einfach kurz immer wieder an die Sprache erinnert zu werden und Leseverständnis, also Lesen zu üben und auch gezielt die Übungen, falls Sie dann das abonnieren. Und das dritte, vierte ist die Lehrerpakete testen. Also Sie werden, wenn Sie diese Newsletter haben, auch immer wieder mal so gratis Lehrerpakete bekommen. Vielleicht gewinnen Sie auch ein Lehrerpaket mit ein bisschen mehr Umfang von uns. Oder Sie können eins kaufen. Also wenn Sie in den Newsletter abonniert sind, wir werden dann sagen, wenn das zum Kauf bereitsteht, das ist 15 Euro. Ich denke, das ist nicht so viel. Und das können Sie dann einsetzen, wie Sie möchten. Schullizenz anfragen. Also wir machen jetzt beim ersten Schule haben wir jetzt in Dallas haben wir jetzt das gemacht, also eigentlich mit einer anderen App, aber das würde ich sagen ist möglich ab September,
Also ich denke, Sie denken alle im Semester irgendwie, geht bald zu Ende, das neue Schuljahr beginnt im September. Aber jetzt bitte anfragen, falls es für Sie interessant wäre. Also probieren Sie das aus und lassen Sie uns wissen, im Mai am besten, ob sowas für Sie interessant wäre. Wie gesagt, das ist eine Jahreslizenz, ist 12,99, aber wenn Sie ab 20 Schüler eine Lizenz erwerben von uns, dann gibt es Rabatte, natürlich. Das haben wir Lizenz. Also ich gehe mal weg. Also unsere Zeit ist um. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, wird geduldet, wenn es noch Fragen gibt dazu. Danke für Ihre Zeit auf jeden Fall und Aufmerksamkeit.